Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Okay, dann können wir doch bestimmt... Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Klar. Warum nicht? Wie klein er ist denn? So, geladene Armbrüste. So, und... So weit weg. Kannst du näher ran, oder was? Jetzt ist es nicht unbedingt näher, oder? Rufus Lee. Na? Nee, er geht nicht. Okay, probieren wir es nochmal. Das ist zu weit weg. Das ist natürlich sad. Das können wir oben noch machen. Das hat gar nichts gebracht. Okay. Ja, mehr können wir hier nicht tun. Kann ich ihn damit erschießen? Nee, der frisst Scheiße, Junge. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Wohl wahr. Das ist zu weit weg. Wie komme ich denn da dahin? Rufus. Sus. Okay. Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschützer. Temporaler Heckenschütze. Okay, und dann? Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Wie weit weg kann das schon sein? Kann man da runtergehen? Nein, kann man nicht. Okay. Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Oh Mann. Na gut, okay. Also hier geht's gar nicht weiter. Vielleicht können wir jetzt mit dem Timepod... Wait a minute, ich schieß da mal rein. Um Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Verdammt. Ich davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Scheiße, also können wir das jetzt null benutzen? Sehe ich das richtig? Na super, das Timepod sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Ah, da ist ein Portal. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Aha. Okay. Portalpotenzial. Wenn ich das jetzt da reinfeuere, müsste es größer werden. Richtig? Ja, wollen wir mal. Ha, Treffer. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Okay, da können wir jetzt durchgehen, weil sonst bleibt uns nichts anderes über. Okay. Oh no. Ja, aber... Na super. Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Sieht so aus und so wie ich das sehe. Vorbei. Nee. Das ist der... Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Das ist der Ring. Komm schon. Dieser Ring hat mir bislang nichts als Ärger bereitet. Nimm ihn. Uff. Und dann Rita, was geht? Rita? Rita, du lebst. Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na wer schon, das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein und das darf auch nicht sein. Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja... Goal ist tot. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik. Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Okay.
Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Nein. So, die Nadel ist kaputt. Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Super. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Dann nehme ich ihn wieder. Oder auch nicht. Ja, Rita. Okay, wirklich viel kann man hier tatsächlich gerade... Ah, doch, da geht's lang. Okay. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Kaputt gemacht. Kaputt gemacht. So, Rufus, komm, gehen wir mal darüber. Okay. Hier wächst gar nichts mehr. Das ist schlecht. Aber vielleicht können wir da irgendwas rausziehen, so wie es aussieht. Hier wächst gar nichts mehr. Okay, oder auch nicht. Aber da ist ein Portal, da gehen wir jetzt hin. Alle anderen sind der, der ist shit. Ah, hä? Ja? Ah, okay. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Ah, es ist schlecht. Ah, die 4D-Brille. Die brauche ich dringender als er. Das sagst du so. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Ja. Naja. Ja, good old times. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Ja, da geht nichts. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ja, das war, ja das war lustig, die guten alten Zeiten. Offensichtlich. Hier ist noch Pumpe. Seltsame Nupsis. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Können wir die 4D-Brille anziehen? Ah ja. Nichts Neues zu erkennen. Okay. Gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich auf irgendwas schießen, ne? Das Portal ist schon offen. Ein Profi wie ich überreißt sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Aber natürlich. Ein Nupsi... Ah. Ja, yeah, okay. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Anfassen? Da kommst du doch locker ran, nicht? Nee, Dose. Okay. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Was haben wir denn? Achso. Stupid. Du bist, was du isst. Demnach wäre Macronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Okay, gut, aber das bringt uns jetzt hier erstmal nicht weiter. Allerdings haben wir natürlich nicht so viel Auswahl, hier irgendwas zu tun, also versuche ich mit der Nadel die Konservendose zu öffnen. Macht Sinn. Ja. Eine Bohne, die können wir einpflanzen. Hi. Logik. Oder? Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So. Und nun heißt es warten. Allerdings, wir haben die 4D-Brille. Sollten wir vielleicht auch nochmal benutzen. Aha, ich sehe Potenzial. Ah, da. Okay. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Ja, das ist schön, aber es scheint zu weit weg zu sein. Die Bohne wächst bestimmt irgendwann.
Ich präsentiere die Fedebrille. Fedebrille. Vielleicht hier auch noch was? Nichts Neues zu erkennen. Okay. Hacienda. Gut, wir können ja nur dadurch, um das Wachsen zu beschleunigen, korrekt? Müsste so sein. Ein Nupsinator, so. Komm, das müsste... Ne, hat nicht gefunzt. What is this? Hier wächst gar nichts mehr. Ja gut, müsste aber eigentlich. Können wir... Tachyon? Moment! Für Portale, noch für einen florierenden Gemüsegarten. Klar, wir müssen das erst öffnen. Also so Gemüsegarten hin oder her. Vielleicht kommen wir auch so ran. Ha! Komm, schießen Sie. Yeah. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Also doch. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal da durch. Das ist jetzt das Gegenportal. Das war lustig, ja, ja. Ne, hier wächst nix. Warum wächst hier nix? Wie kriege ich das zum Wachsen? Ich kann ja sonst nirgends mehr hin. Rita, Tipp. Bisch. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest Nein. in den Ofen krabbeln und nachsehen. Okay, kein Tipp. Kein Tipp. Wir müssen auf jeden Fall die Hochzeit unterbinden. Also die Brille hat hier auch nichts gebracht, hier auch nicht. Du kannst ja eigentlich echt nur mit diesem Portal zusammenhängen. Können wir irgendwas Sinnvolles machen? Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Ja, um das andere Tor zu öffnen, maybe. Vielleicht kann ich drauf schießen. Dafür brauche ich nur meine Finger und immer zwei Finger breit Feta im Tank. Okay. Nee, sonst geht hier auch nichts. That's sad. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Okay. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschotzer. Okay, gut. Bringt also alles nichts. Sei denn, nein, an der Uhr können wir auch nichts machen. Nö, hier geht auch nichts mehr, na, wundervoll. Was können wir tun, damit das hier schneller wächst? Da kommen wir nicht ran. Hier wächst gar nichts mehr, sagt er jetzt wieder. Enttäuschend. Ah, ne. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Ah! Warte mal. Ja, wir können die Bohne wieder rausnehmen. Vielleicht können wir sie jetzt da zum Wachsen bringen. Dafür brauche ich nur meine Finger und immer zwei Finger breit Feta im Tank. Ein Profi wie ich überreißt sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Okay, nein. Kann ich sie da durchwerfen? Ah! Ja, klar. Zur Einweihung etwas Saatgut für sein Gemüse. Okay, weil die kommt da drüben wieder raus. Chaotisch. Okay, wenn wir jetzt zurückgehen, ist sie bestimmt gewachsen. Hm? Yeah, easy. Hallo. Sehr easy, dann können wir jetzt da hochklettern. Nice. Gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Goal, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder?